Hallo Leute, ich fange jetzt schon zum zweiten Mal an. Mein Schatz verarscht mich hier. Wir haben heute den dritten, vierten. Und wir waren shoppen. Nein, nicht beim Action. Nein, waren wir heute nicht. Heute waren wir bei Woolworth und Kek, weil das bei uns gleich auch so auf einer Ecke ist. Gut, also bisschen so, bisschen dies, bisschen das und ein bisschen Klamotten. Auf jeden Fall fangen wir erstmal mit einem Wasserkocher an. Der ist vom Boulevard. Schatz, verdreh die Augen nicht, ich schwöre. Für 10, der bringt mich voll durcheinander. Für 10,99 Euro, 1,7 Liter, 2200 Watt. Ihr braucht 9, weil bei uns der Sieb weg ist und das Sieb. Und ja, wir brauchten einfach mal einen neuen. Der sieht ähnlich aus wie unserer Wasserkocher halt. Ne? Hier, den kannst du da schon mal hinstellen. Dein Ostergeschenk, bitteschön. Nee, das ist ja rein. Ja. So, denn habe ich an der Kasse, an der berühmten Kasse vorne. Ey, das stimmt gar nicht. Das ist vom. Zeig euch später. Ist nicht vom Wort, das ist nämlich von Teddy gewesen. Gut, machen wir mal weiter. Denn das ging heute ratzifatzi. Ach, nicht Teddy, Mensch. Kick, Kick und Wohlwort. So. Ja. Wohlwort. Wir sind jetzt bei Wohlwort, ne? Da gab es für meinen Mann eine Hose. Habe ich gesagt, oh, sagte, nee, war nur Wohlwort eine Hose. Dann habe ich gesagt, aber die sieht schick aus. Guck doch mal. Probier mal an. Wie ist das? Die ist doch schick. Die Farben sind cool. Größen sind, glaube ich, egal hier in dem Dingchen. Für 10 oder 13 Euro so. 10 steht da. 10 Euro? 10 Euro, Leute. Ja, ich finde die Farben toll und passt. Hat er anprobiert, passt sie gut aus. Einmal die. Dann habe ich gesagt, Schatz, guck mal, das finde ich auch gut. Das war jetzt für 6 Euro. Für einen Mann und für den Sommer. Schick, oder? Ich mag die Farben. Jo. €6. Kann man nichts so sagen. Und dann habe ich noch eins gesehen. Habe ich gesagt, komm mal, Schatz, das sieht auch gut aus. Auch 6 Euro. Dann haben wir das auch noch mitgenommen. Die Farben finde ich super. Da sieht mein Schnücki ganz schnückelig aus. So, jetzt habe ich die auch als erstes ausgepackt, dass du das auch gleich anziehen kannst. Er möchte das mal ja mal anprobieren, ne? Nochmal zusammen. So, das waren die Hosen. Jetzt kommt nochmal irgendwas anderes. Achso, ja, ich habe auch noch zwei Oberteile für mich. Auch 6 Euro. Und zwar dieses hier. Neon Pink. Ja, es ist Neon Pink. Und das ist so hinten ein bisschen länger am Popo. Und vorne so, aber lang genug. Für mich. Passt. Finde ich gut. Ja, gefällt mir schön dünn, schön luftig. Für 6 Euro. Dann stehe ich hier jetzt. Das noch, auch 6 Euro bei Woolworth. 5,99 in Türkis. Türkis ist ja meine Farbe, nicht nur meine, ne? Viele andere mögen das ja auch.
Und ob du jetzt bei Woolworth bist oder bei Kick, die Farben, wo ich jetzt euch gezeigt habe, die sind voll in. Also die liegen da in Massen rum. Ach so, das ist nicht Türkis, das ist Mint. Ne? Aber das mache ich auch gerne leiden. So, dann erstmal hier. Oh, gut mit Anprobe. Muss meine Haare färben. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Dann hat gesagt, Schatz, guck mal, hier ist Baumwolle. Und ich habe gerade ein Projekt am Laufen, da fehlte mir noch mal lila. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Und da war 2 Knäuel, 2,99. 100 Gramm pro Knäuel, 220 Meter Laufenlänge. Das kann man nicht mehr kommen, finde ich. Ne? 4 Stück. Das zeige ich euch dann aber noch mal im anderen Video vielleicht. Dann einmal Socken für Mama. Sind so tolle Camouflage. Finde ich schick. Und einmal Bastelleim für Mod Podge. Ja, da kommt das rein. Oh, das war gar nicht richtig zu. Das wäre jetzt ja noch eine Sauerei gewesen. Flasche rein, nochmal einmal voll machen. Und dann habt ihr Serviettenkleber. Und alles andere könnt ihr da Mixed Media Sachen mit kleben. So. Das war Woolworth. Ich mache eben ganz kurz Pause, pack das wieder ein, pack das andere aus und dann bis gleich. So, weiter geht's. Für 1 Euro. Das ist nochmal Woolworth, habe ich vergessen. Für Bommel machen mit Wolle. Ihr wisst ja wo, bestimmt, woanders sind die arschteuer. Vielleicht probiere ich die mal mit euch zusammen aus. Gibt es ja nur erst 10.000 Videos von, aber von mir noch keins. Ja, machen wir mal eins von. Ne? Wer Lust hat, guckt rein. Wenn nicht, ich mache trotzdem. Okay, dann kommt jetzt Kick. Und da wollte ich euch was zeigen. Da, meine Elefanten. 1,99. Ich habe schon eine Brille auf, aber nicht meine Lesebrille. Guck mal, sind die nicht hübsch? Ich fand die so toll. Da gab es auch noch größere. Für mehr Geld, aber das reicht für mich. Ich liebe Elefanten und ich liebe das, wenn die den Rüssel hoch haben, weil haben sie den unten, heißt das bringt Unglück, haben sie den oben, bringt das Glück. Und deswegen hat er den oben. Und Frida Kahlo hat einen Rüssel in der Nase. Ui, 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 ui. Ja, das kommt gleich. Das ist die Mama. Und dann habe ich noch 2 kleinere genommen. Die haben hier so einmal so. Total süß. Ich überlege mir davon eine Mol zu machen. So. Und dann noch diesen hier. Der hält die seine Hände vors Gesicht. Voll süß. Mund auf, Rüssel hoch. Die kleinen Euro, der große 2 Euro. Und das soll dann, ich versuche euch das mal so zu demonstrieren. Ups. Das sind dann die Kinderchens. Und dahinter liegt dann die Mama. Ja, so ungefähr. So. Ne? Ich finde die toll. 4 Euro für alle drei. Ich liebe Elefanten, wie gesagt. Und die sollen ja auch Glück bringen. So, jetzt geht's weiter mit Klamotten. Dann habe ich
für 2,99, das war auf so einem günstig, wo die dranhängen halt, so ein Karussell, sag ich mal. Einfach so ein schwarzes Oberteil, 2,99, schön lang, Ärmel auch lang, kann man gut irgendwo unterziehen. Ja, 2,99, kannst nichts verkehrt machen. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal aufzustehen. Ich glaube, das will auch gar keiner. So, das war der. Dann habe ich diese Hose hier gesehen für 1 Euro. Man glaubt es kaum. Das ist so eine Sommerhose. Also ganz bis zum Boden runter. Mit einer Kordel. Zack. Kannst sie zuziehen und dann die Farbe wieder meins. Ne? Und dann mit was schön lang drüber. Was Langes drüber. Und dann sieht das schick aus. Oder ein weißes Oberteil darüber an. Fällt mir gut. Für 1 Euro. Hier steht das. Vorher 10 Euro. Kann man das lesen? Ja. So. Was kommt jetzt? Ach, diese lilane hier. 5 Euro. Das ist so eine Yoga-Hose für zu Hause. Ganz gemütlich. Auch mit Kordel unten. Ganz schön lang. Vielleicht schneide ich ein bisschen ab. Und oben bunt. Und die ist dann gemütlich für zu Hause abends, wenn es ein bisschen kühler ist. Finde ich gut. 5 Euro. Dann, das ist mir fast zu peinlich zum zeigen, aber ich habe mir einen Rock geholt. Ups. Naja, vielleicht auch nur für zu Hause oder für den Garten. Weil 2,99 habe ich gedacht, ach, da kannst du es verkehrt machen. So ein rosa. Und der geht übers Knie, also ich finde, das geht dann noch. Nö. Ein Rock, Melli und ein Rock. Uhuhu. Naja, ich bin mal gespannt. Aber für den Garten geht das bestimmt. So. Was noch? Oh, jetzt kommt's. Lederjacke. Das ist meine, oder? Ich hab mir. Also. Ist. Wie heißt das noch? Imitatleder, ne? Aber ich wollte schon ewig mal wieder eine Lederjacke haben. Ja. Und jetzt habe ich eine. Ist das auch meine? Ja. Das ist gut. Auflassen vielleicht? Jo. Ja, in der Kamera sieht das irgendwie blöd aus. Aber ich finde die gut. Die geht so halb über den Popo. 10 Euro runtergesetzt, also Body. Vorher. €50. Vorher. Kann ich selber gar nicht glauben. Echt jetzt, €50 steht hier. Tja. Donnerwetter, 50 Euro, ne? Zack. Und jetzt kommt Papa wieder. Mein Schatz hat sich nochmal eine Jogginghose geholt von Onkel Sam. Soll ich die auch nochmal zeigen? Die ist so. Flotte Karotte. Onkel Sam. Sieht er meistens auch zu Hause an, ne? Sieht er nicht nach draußen an, außer im Garten oder mal eben schnell zur Tanke oder was.
Aber sonst, jo. Für Tohus, ne? Die hat jetzt, Papa war ein bisschen teuer, 12,99 gekostet, aber ist ja nicht schlimm. Da mal mit rein. Und dann Socken, ne? Socken, 2,99. Für Popsi. Für mein Chef. Und dann haben wir gesehen, oh, da gibt es ja auch für Herren eine Lederimitat, die hat jetzt auch 16 Euro gekostet im Angebot. Und vorher. Was? 99? Ah, 100 Euro. Vorher. Ja, die ziehe ich jetzt nicht an, die gehört ja meinem Schatz, ne? Aber die steht ihm sehr gut. So. Dann gehen wir in Partnerlook. Ich meine, er seine. Und das war's auch schon. Ich finde das. Achso. Und für alles zusammen. Jetzt. Okay, für alles zusammen. Also. Wir müssen ja. Also sagen wir mal jetzt nur beim Kick. Nur beim Kick. Alles zusammen, was ich euch jetzt nach dem Cut gezeigt habe, 50 Euro für die ganzen Klamotten. Und bei 49,92, das ist Kick, hier, für die ganzen Klamotten. Und für, ist das Teddy? Da. Woolworth meine ich, nicht Teddy. Bei Woolworth haben wir 54 Euro bezahlt für die Sachen, die ich euch davor gezeigt habe. Also 100 Euro verbraten, aber wir haben beide Klamotten. Ne? Oh, ich hätte gerne noch auch eine Jeanshose gehabt oder so, aber ist nicht so schlimm. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich mit den Sachen, die ich heute bekomme. Aber und dass das so schnell geht, dass man nicht tausend Sachen anprobieren muss und dann passt nichts und dann. Das ging ja heute ratzfatz. Und wir hatten Spaß und jo. Haben uns gefreut. Jetzt hör ich mal auf zu knistern. Ne? Weil ich hasse das selber, wenn jemand rumknistert im Video. Ja, meine Lieben, das war mein Haul für heute. Ich weiß nicht, wann mein nächstes Video erscheint. Da gucke ich mal. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Genießt das Wetter. Bis dann. Tschüssi.